Deutschlands Ausbeutung durch den Euro wird verschwiegen und verdrängt. Das erwartbare Scheitern der europäischen Einheitswährung wird von den Herrschenden mit einem Tabu belegt. Der sächsische Landtagsabgeordnete Arne Schimmer ist der Überzeugung, dass dies das Ende der europäischen Einheitswährung aber nur hinauszögert. Ja, im kommenden Jahr wird es also eine ganz wichtige Abstimmung im Deutschen Bundestag geben. Und zwar wollen die Eurokraten in Brüssel einen sogenannten permanenten Euro-Rettungsschirm namens ESM errichten. Und mit diesem permanenten Euro-Rettungsschirm wäre praktisch der Deutsche Bundestag, wären die deutschen Parlamente um ihr Königsrecht, nämlich um das Budgetrecht gebracht. Um was handelt es sich dabei? Also der europäische Stabilitätsmechanismus ESM, dieser neue permanente Rettungsschirm, soll praktisch eine unbegrenzte Vollmacht haben, Gelder innerhalb Europas zu verteilen. Dadurch würde sozusagen eine Transferunion innerhalb der europäischen Nationalstaaten geschaffen. Der ESM soll also ein Grundkapital von 700 Milliarden Euro haben, aber der Verwaltungsrat des ESM kann mit einfacher Mehrheit dieses Grundkapital beliebig erhöhen. Und das ist nichts anderes als eine Abbuchungsvollmacht auf den deutschen Bundeshaushalt. Und das heißt, bei dieser Abstimmung über den ESM geht es letztlich um alles. Es geht tatsächlich um die Frage der Demokratie in Deutschland. Denn wenn der ESM durchkommt, dann ist das Budgetrecht des Bundestages, des Parlaments Geschichte. Und dann wird künftig in Brüssel darüber entschieden werden, was mit den deutschen Steuereinnahmen geschieht. Und ich finde es also sehr bezeichnend, dass, wenn man sich die Statuten dieses ESMs durchliest, dass dort beispielsweise auch eine Immunität festgelegt ist für die Mitglieder dieses Verwaltungsrates des ESM, die also für ihre Entscheidungen nicht haftbar gemacht werden können. Das heißt, sie können den Wagen voll vor die Wand fahren und sie können trotzdem nie schadensersatzpflichtig sein. Sie werden trotzdem aus der Sache gut rauskommen. Aber es ist ganz klar, dass der deutsche Steuerzahler bluten wird und dass wir möglicherweise so große Risiken eingehen, dass auch Deutschland irgendwann zahlungsunfähig sein wird, dass auch Deutschland irgendwann vor dem Staatsbankrott steht. Und dieser Beschluss wird wirklich der Weg in die Brüsseler Finanzdiktatur sein. Ja, also was kaum bekannt ist, es gibt ein sogenanntes Zahlungsverbundsystem innerhalb der einzelnen nationalen Notenbanken, das sich Target 2 nennt. Und über dieses Zahlungsverbundsystem hat die Deutsche Bundesbank, also nach dem Stand Ende 2010, weitere 338 Milliarden Euro an südeuropäische Staaten ausgeliehen. Das sind also alles Kredite, die vergeben wurden, ohne einen Beschluss des Kabinetts, ohne eine Befassung des Bundestages, ohne eine Befassung des Haushalts- und Finanzausschusses. Und dieses Geld ist geflossen in das Geschäftsbankensystem von Italien, von Spanien, von Griechenland, letzten Endes in marode südeuropäische Staaten, die selber vor dem Staatsbankrott stehen. Und diese Kredite haben letzten Endes in Deutschland gefehlt. Und beispielsweise die deutsche Investitionstätigkeit nach unten gedrückt. Und es ist eigentlich ein ungeheuerlicher Skandal, dass Deutschland neben den großen Rettungsschirmen, die ja auch schon fast eine halbe Billion Euro ausmachen, noch weitere riesige Summen in einer hohen dreistelligen Milliardenhöhe über die Deutsche Bundesbank an südeuropäische Pleitestaaten verliehen hat. Und wir müssen uns einfach mit diesem Thema befassen. Denn wenn Griechenland pleite gehen sollte, dann wird der deutsche Steuerzahler auch in diesem Fall haften. Denn Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, ist nun mal der Anteilseigner der Deutschen Bundesbank. Und damit steht dieses Geld, das die Deutsche Bundesbank verliehen hat, auch hier im Feuer. Und der deutsche Steuerzahler wird irgendwann haften müssen dafür. Wir müssen uns ja jetzt vergegenwärtigen,
dass nach der Einführung des Euros als Bargeld im Jahr 2001 die Zinssätze in allen südeuropäischen Staaten, in Griechenland, in Spanien, in Italien, überall stark zurückgegangen sind. Und damals wurde dort die Investitionsquote sehr stark hochgetrieben. Und diese Investitionen haben damals Deutschland gefehlt. Und das zeigt eigentlich nur, dass die Einführung des Euros einen Kapitalexport in die südeuropäischen Staaten zulasten Deutschlands bewirkt hat. Und schauen wir uns doch mal die Außenwirtschaftsstatistiken an. Dann sehen wir, dass der deutsche Exportanteil in die Euro-Länder seit der Einführung des Euros gleich geblieben ist. Und das sogenannte deutsche Exportwunder hat ja nur deswegen stattgefunden, weil Deutschland mittlerweile sehr viel mehr nach Asien exportiert, in die aufstrebenden Staaten wie China und Indien exportiert. Das hat aber überhaupt nichts mit der Einführung des Euros zu tun. Das ist ein Mythos. Das hat einfach damit was zu tun, dass die deutsche Wirtschaft sehr produktiv ist, sehr wettbewerbsfähig ist. Aber das hat überhaupt nichts mit der Einführung des Euros zu tun. Und mein Verdacht ist einfach, dass schon bei der Einführung des Euros klar war, dass man den europäischen Volkswirtschaften letzten Endes eine Zwangsjacke überstülpen wollte. Denn es war klar, dass so viele verschiedene Volkswirtschaften mit so unterschiedlicher Produktivität, mit so unterschiedlichen Zinssätzen, mit so unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit nicht unter die Zwangsjacke einer Währung gesteckt werden können. Und dass man irgendwann zentrale Institutionen wie einen Euro-Rettungsschirm schaffen muss, um diesen Euro überhaupt aufrechtzuerhalten. Und meines Erachtens war das von Anfang an das Ziel der Eurokraten, dass man eben zentrale Institutionen schaffen will, um die Nationalstaaten und die letzten demokratischen Mitbestimmungsrechte der Bürger in den europäischen Ländern zu zerstören und letzten Endes zentrale Institutionen zu errichten, die also nur noch letzten Endes im Sinne des Finanzkapitals funktionieren. Und so hat ja auch Karl Albrecht Schachschneider vor kurzem meines Erachtens völlig zu Recht angemerkt, dass mittlerweile Josef Ackermann der materielle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Ja, das Euro-Debakel wird sich fast mit der Logik einer nuklearen Kernschmelze weiterentwickeln. Denn als nächste Dominosteine werden große europäische Nationalstaaten wie Italien oder wie Spanien fallen. Und der amtierende EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso spricht ja jetzt schon von einer Verdopplung des Rettungsschirms. Und irgendwann sind wir natürlich an einem Punkt angelangt, an dem auch die deutschen Ressourcen nicht mehr ausreichen, also um das abzudecken, was also an Verschuldung in südeuropäischen Staaten da ist. Und ein Finanzminister wie Wolfgang Schäuble, der das nicht sieht, der kann entweder nicht rechnen oder der denkt sich nur noch, nach mir die Sintflut. Und ich vermute ja Letzteres. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass dieser völlig verantwortungslosen Politik Einhalt geboten werden muss. Wir müssen uns nach alternativen währungspolitischen Konzepten umsehen, entweder in der Form, dass es tatsächlich nur noch ein Kerneuropa gibt, wo einige Starkwährungsländer wie Österreich, die Schweiz, Deutschland, die Niederlande einen Währungsverbund bilden, oder dass wir eben eine Situation schaffen, in der die Nationalstaaten zu ihren nationalen Währungen zurückkehren und damit beispielsweise auch wirtschaftlich schwächeren Staaten die Möglichkeit zur Abwertung und damit zur Ankurbelung ihrer Wirtschaft geboten wird. In den letzten Wochen sind ja plötzlich überraschenderweise auch ein paar etablierte Politiker umgeschwenkt und haben öffentlich geäußert, man müsse über eine Insolvenz Griechenlands nachdenken. Beispielsweise der FDP-Vorsitzende Rösler, beispielsweise der CSU-Vorsitzende Seehofer. Und dann muss ich an der Stelle doch einfach mal daran erinnern, dass die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag schon vor 6 Jahren, im Juni 2005, einen Antrag eingebracht hat, in dem wir die sächsische Staatsregierung aufgefordert haben, Konzepte vorzulegen, wie Deutschland aus dem Euro aussteigen kann. Das heißt, wir waren wieder mal der Zeit sehr weit voraus mit unseren Analysen, mit unserer Situationsbeschreibung und haben eigentlich die richtigen Schlüsse gezogen. Und jetzt springen die anderen Parteien auf diesen Zug auf. Und deshalb möchte ich jetzt alle Bürger, die zuschauen, dazu auffordern,
dass sie eben alles machen, um in ihrem Bekanntenkreis über die Gefahren, die aus der Europäischen Währungsunion drohen, aufzuklären, dass man da jedes Mittel nutzt, sei es persönliche Gespräche mit Bekannten, sei es eben der Austausch über soziale Netzwerke, sei es eben, dass man jetzt massiv auf die Straße geht und demonstriert gegen den Euro-Wahnsinn, oder sei es eben, das würde das wirksamste Mittel sein, indem man jetzt nationale Parteien wie die NPD wählt, die schon immer ganz klar gesagt haben, dass der Euro letzten Endes die europäischen Völker ins Verderben führen wird und dass wir einfach wieder nationale Währungen brauchen, damit wir weiterhin in einem friedlichen Europa leben können, wo jedes Land eine Währung hat, das seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch gerecht wird. Die Volkskammermentalität der etablierten Parteien, die den deutschen Wohlstand und die deutsche Staatlichkeit bedenkenlos für das Euro-Abenteuer opfern, kann nur durch Widerstand von unten durchbrochen werden. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Diese Aussage war selten so wahr wie jetzt in der Euro-Krise.